Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Edna bricht aus. Wir sind hier stehen geblieben, dass wir hier dieses. Ich hasse Gitter. Klimaanlage irgendwie. Keine Ahnung, was machen müssen. Fest verschraubt. Sieht man ja auch diese fetten Stinger da reden. Hallo, kleiner Ventilator. Möchtest du eine Banane? Ich habe leider keine Banane für dich. Oh, weh. Da komme ich noch nicht ran. Noch nicht. Schraub's auf. Es ist ein Schlitzstuhlbein, aber eine Kreuzschraube. Es ist zum Heulen, Harvey. Ich bekomme diese Schrauben nicht auf. Ach, solche Schrauben isst du doch zum Frühstück. Als du klein warst, hätten die dich nicht aufgehalten. Wie meinst du denn das? Naja, früher hattest du einige coole Tricks drauf. Konnte ich mit brennenden Kettensägen jonglieren? Konnte ich mit brennenden Kettensägen jonglieren? Das wohl eher nicht. Schade. Aber ein paar dämliche Schrauben waren nie ein Hindernis für dich. Ich war sicher super lässig als Kind. Was weißt du noch? So funktioniert das nicht. Vergiss nicht, ich bin nur eine Projektion deines Unterbewusstseins. Nobody's perfect. Ich kann dir auf die Sprünge helfen. Aber dazu musst du mir Sachen zeigen, die dich an deine Kindheit erinnern. Wie die Schrauben? Exakto, Lucci. Und dann? Dann tempomorphe ich uns in die Vergangenheit. Cool. Was meinst du zu diesem Gitter, Harvey? Es muss einen Weg geben, da durchzukommen. Go, Edna, go! Ich bin bereit, Harvey. Soll ich dich jetzt in die Vergangenheit tempomorphen? Was können wir jetzt mit tempomorphen? Naja, tempomorphen mich in die Vergangenheit. Nehmen wir nicht. Tempomorphen ist, glaube ich, teleportieren, oder? Also in die Vergangenheit teleportieren. Okay, damit ihr wisst, was das ist, dann klicke ich mal auf die Frage. Was genau meinst du mit Tempomorphen? Tut das weh? Wird mein Körper dabei in seine Moleküle zerlegt? Und rückwärts durch die Zeit gebeamt? So ähnlich. Yippie! Okay. Der eine Erklärung, mal können wir googeln. Ja, tempomorphe mich in die Vergangenheit. Wie du willst, halte dich fest. Es werde Licht. Oh Gott, ist das hell. Das ist also die Vergangenheit? Zumindest sieht das hier nach unserem alten Keller aus. Und sieh mich an, ich bin jung. Es sind etwa 10 Jahre, die wir zurückgesprungen sind. Muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht meinen Großvater überfahre und so? Nicht mehr als sonst. Wir sind ja lediglich in deiner Erinnerung. Ah, verstehe. Also kann ich auch ruhig auf Dinosaurier-Eier treten. Wenn du welche findest. Ich weiß, welcher Tag das hier ist. Mein Vater hat mich in den Keller gesperrt, weil ich einen Nachbarjungen geärgert habe. Sein Name war Albert, oder... Alfred Marcel. Alfred Marcel? Doch nicht wie Dr. Marcel? Doch, doch. Er ist der Sohn von dem Doktor, der das Irrenhaus leitet. Aber soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir sind hier, um dir beizubringen, wie man Schrauben ohne Werkzeug löst. Na dann. Tja, ich muss mich auch erst einmal orientieren. Lass mich bitte anfangen. Wir können uns dann ja abwechseln. Einverstanden? Einverstanden. Harvey kann per Drag and Drop sogenannte Topics auf Edna ziehen, um sich mit ihr darüber zu unterhalten. Will er sie erst später benutzen, kann er sie auch auf der Leiste am unteren Bildrand ablegen. Also ich bin jetzt Harvey, oder was ist los? Ja, ich bin jetzt Edna zu Harvey. Ja, ist ja gut.
Ich sag mal jetzt mal was. Warum gehst du jetzt dahin, Harvey? Kommen wir da raus? Schaum. Da muss man ja von außen abgehackelt haben oder von innen abgehackelt haben oder was? Alter. Kommst du nicht mit der Hake ans Fenster? Das klingt ja fast so, als wenn das klappen könnte. Wenn du mich ranlässt, kann ich es ja ausprobieren. Yeah. Okay, wir kommen jetzt da hoch. Wie geht es dir, Edna? Ich frag mich, warum du mich hierher gebracht hast. Du was? Kannst du mir nicht beibringen, wie man Schrauben öffnet? Das geht sofort los. Du solltest doch Edna auf die Schulter klettern. Aber die ist schon ein bisschen zu klein, oder? Zu klein. Sieh mal, was in diesem Karton ist. Was denn? Nichts. Reingefallen. Ach, Harvey. Vielleicht können wir ja ein Feuer machen. Das wäre sicher lustig. Aber ich habe kein Feuerzeug. Erinnerst du dich an den Ofen, Edna? Ach ja, der gute alte Ofen. Wie geht es dir, Edna? Ich frag mich, warum du mich hierher gebracht hast. Das geht so. Ja, hab schon gehört. Wie geht es dir, Edna? Ich frag, wolltest du? Das geht so. Vielleicht helfen uns diese rostigen Nägel weiter. Wie denn wohl? Ja, soweit bin ich noch nicht mit dem Plan. Harvey. Vielleicht können wir dir ja einen Weg nach draußen malen. Sei nicht albern, Harvey. Nicht albern? Seit wann? Stimmt. Vielleicht kriegen wir die Tür ja mit dem Öl auf. Nette Idee, aber das Öl ist leer. Oh. Vielleicht können wir diese Tücher verwenden. Wozu? Einen Saunaclub gründen? Ja. Der Kabel doof. Willst du auch mal haken? Ach, lass mal. Die Hake ist doch noch gut. Na und? Da wohnen unzählige Spinnen drin. Ich will die Spinnen nicht stören. Geht's euch gut, ihr Spinnen? Und ab. Bist du dumm? Ich will die Spinnen nicht stören. Ich will auch nicht dich stören. Ich komme nicht an. Außerdem sind die vollkommen nutzlos. Ich komme nicht dran. Nicht an. Gute Frage. Kann man hier auch irgendwas kombinieren? Irgendwas? Irgendwo? Kann ich die Haare wechseln? Meine Ölfelder kann ich auch später noch haken. Oh, that's it. Vielleicht kriegen wir die Tür ja mit dem...
Erinnerst du dich an den Ofen? Ach. Lea. Ich hab null Plan. Die Spinnerei, tut die Spinnerei, nein, nein, nein. Man muss da irgendwie da hochkommen, oder nicht? Die eignet sich primär zum Laubhaken und weniger, um feinmechanische Manipulationen zu verrichten. Gucken, ob ich dadurch was erkennen kann. Wow! Das ist unsere alte Küche! Der Anblick allein war es wert, das mit diesem Tempomorph-Dingsbums auszuprobieren. Da steckt nichts drin. Hallo? Papa? Niemand hört mich. Keine Chance, da bräuchte ich schon den Schlüssel. Verschlossen. Was auch sonst. Ey, war nicht da runter. Die Türklinke verspottet mich. Oh. Arme Edna. Die Schrauben halten eine Verblendung. Was wohl dahinter ist? Mit bloßen Händen? Keine Chance. Wenn du richtig stark bist. Mit bloßen Händen? Wie komme ich an euch beiden nur vorbei? Die Gesetze der Hebelkraft verraten mir, dass das vollkommener Unsinn wäre. Es gibt gewisse Unterschiede zwischen einer Harke und einem Schlüssel. Ja. Ich hab keinen Plan. Nicht ohne seine Erlaubnis. Nun frag ihn doch. Hey Harvey, wo ist denn jetzt meine tolle Fähigkeit, Schrauben zu öffnen? Ich arbeite noch dran. Toll. Nicht ohne seine... Das klappt so nicht. Die Hake ist doch noch gut. Der gute alte Ofen. Autsch! Heiß! Er würde ja doch nicht antworten. Autsch! Heiß! Wenn er nicht antworten würde, warum redest du da mit Schrauben und Türen und was weiß ich da noch was? Wo bleibt die Logik mal wieder? Heute scheint ein schöner Tag zu sein. Ich komme nicht dran. Hallo? Ist da draußen jemand? Hallo? Ich komme nicht an. Ich komme nicht dran. Du Vollpfosten. Edna war damals schon so lässig.